Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Oblivion. Ich will die ganze Zeit über Skyrim sagen, aber ich weiß, dass es Oblivion ist. Und ich glaube, wir haben Nebel. Ich bin mir nicht so sicher. So, wir gehen einfach mal mitten in die Pampa rein. Das ist, glaube ich, immer die beste Idee bei diesem Spiel. Immer schön in die Pampa. Hey! Oh, oh, die Wache kommt mir zur Hilfe. Ja, töte, Wache, töte, gib mir die Erfahrung. Es gibt ja keine Erfahrung hier, ne? Mundi, komm zurück. Aha. So, huch, was haben wir denn da? Ach so, das war der Wolf. Da hinten haben wir eine kleine Siedlung. So ist wahrscheinlich Chaydin Hell, oder? Laufen wir mal hin. Können wir mal kurz Hallo sagen? Mal reingehen. Gucken, ob die dafür unsere Quest haben oder so. Ich weiß, ich könnte wahrscheinlich auch reisen, aber ich bin mir nicht sicher, ob das die Stadt ist. Kann man die Kampfmusik aufhören? Ist das Kampfmusik? Ich werde hier noch schizophren. Das war nur ein Stein. Gott, ich sehe hier nichts. Nein, das ist einfach nur ein kleines Dörfchen. Cool. Seht ihr, muss man nicht schnell reichen. Rolands Jenseriks Hütte. Aha. Ist hier auch irgendwo ein Typ drin? Huh. Okay, ich sehe hier niemanden. Einfach mal einbrechen. Das ist auch alles verwuchert, da wohnt doch keiner mehr. Kannst auch sehen, was du willst. Cool. Jetzt geh nach rechts, genau. Okay. Ah, okay, ich hab's verstanden. Andersrum. Gleich keine Dietriche mehr. Ich will's knacken. Lass es mich knacken. Ach Gott, verdammt. Ich hasse es. Warum? Jetzt hat's funktioniert. Gott, verdammt! Lass mich hier raus. Ich kann nicht gerade noch. Scheiß drauf. Ich merke mir diesen Schuppen. Ich komme wieder shoppen. Doch, ich habe ja alle meine Dietriche wieder. Was ist passiert? Scheiß Schuppen, ey. Ich kann nicht. Nein, ich gehe da nochmal hin. Ich muss das Ding knacken. Das lässt mir gerade keine Ruhe. Ernsthaft? Dunkle Finsternis. Die Dunkelheit. Ah. Grundlagen der Alchemie. Wieso kriege ich keinen Skillpunkt? Makelloser Diamant. Oh, nice. Braune Schüssel? Was? Das sind Kerzen. Verarsch mich doch nicht. Das ist nicht dein scheiß Ernst, oder? Nein, oder? Nein, das glaube ich jetzt nicht. Bin ich eingebrochen? Hier wohnt niemand. Die Tür war nicht offen. Oh, nein, Leute, die Tür war nicht offen. Macht euch keine Sorgen. Die Tür war wirklich nicht offen. So ein Scheiß. Die Zange, cool. Ein bisschen was zu essen. Ist immer gut.
Eigentlich müsste ich mir jetzt daraus ein bisschen was zusammenbrauen, oder? Kann ich das? Ich weiß nicht, was davon geklaut ist. Ah, scheiß drauf. Wenn wir es brauchen, dann mache ich's. Ja, cool. Ich fühle mich kein bisschen verarscht oder so. Nein, nein. Gehen wir mal darüber. Ja, genau. Gott, ich habe mich erschrocken. Ich hoffe, das war nur der Wind. Scheint nur der Wind zu sein, alles gut. Aber irgendwie ist das hier ein bisschen leer, ne? Müssten hier nicht mehr Gegner sein? Oder bin ich einfach nur Skyrim verwöhnt? Vielleicht gab es hier damals nicht so viele Gegner. Sondern nur in den Höhlen und konnte man hier vielleicht ganz normal umherlaufen. Was bist denn du? Und was zur Hölle bist du? Wir gehen erstmal da runter. Ich weiß gar nichts mehr vom Spiel. Alter Schwede. Kann ich die Blümchen hier eigentlich sammeln? Nein. Oh, oh mein Gott, ich erinnere mich an eine Quest. Von der Magiergilde. Oh Gott, wir machen die Magiergilde zum Schluss. Sie haben Kraft aus der Quelle gewonnen. Okay. Woran sehe ich, was ich habe? Ah, Magiker festigen. Ja, cool, das brauche ich auch unbedingt. Okay, ich habe mehr Mana bekommen. Ist nur ziemlich unnütz. Aber da ist noch immer noch eine fette Statue, da gehen wir hin. Und ein fliegender Baum. Das sollten wir untersuchen. Du Baum, bist sehr auffällig. Ich hasse es, wenn... Was bist du denn? Kann ich kaum sehen. Oh Gott, da ist noch irgendjemand. Ich sehe das kleine Rotzviech nicht. Und du bist gleich tot. Jetzt bist du tot. Oh. Beeinträchtiger. Oh, was? Oh. Muss das sein? Warum ich habe keine andere Waffe, um zu kämpfen? Ich hätte den Dolch zur Verfügung. Aber der ist ja kacke. Der ist noch nicht mal verzaubert. Okay, will mich doch jemand überraschen, ja? Jetzt überrasche ich erstmal andere Leute, ey. Was ist denn los? Lass mich doch nicht verarschen. Das ist bestimmt ein Magier-Fuzzi da oben. Dem dieser, Skamp gehört hat. Ich glaube, wie ist denn die Skamp? Skalp? Ich hab gerade noch einen Schrein hören. Übrigens, wenn wir die Main-Quest weitermachen, öffnen sich die Oblivion-Tore. Vielleicht werde ich das doch mal angehen lassen, sodass wenigstens die Oblivion-Tore offen sind. Dann könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, soll ich die Oblivion-Tore jetzt in dieser Staffel schon öffnen oder wollen wir noch ein bisschen das Spiel genießen? Schreibt es mir in die Kommentare, ich würde es gerne wissen. Ihr habt gefunden. Elder. Niemand! Definitiv, es ist definitiv weg. Mach dir keine Sorgen. Es wird dich bestimmt jetzt nicht von hinten attackieren. Diese verdammten Ratten, die da durch die Dunkelheit schleichen, die machen mich ganz nervös. Hey! Ich dachte, du siehst mir. Oh, what the fuck war das denn? Hey. Halt es sich einfach! Ist umgefallen. Kobold auch weg? Nein. Ja!
Beine mehr! Oh Gott! Schaden 1! Stahl durch! Komm her! Ich mach ihm überhaupt gar keinen Schaden, ne? Ich zieh das Amulett an, das wird mir helfen! Amulett der Könige wurde eure Ausrüstung entnommen. Das Amulett der Könige rutscht zu Boden, als ihr es. Das ist doch noch. Das ist gar nicht weg. Die verarschen mich. Okay. Wackeln, gefalteter Stoff. Da, wo gucke ich denn? So, keine Ahnung, was das ist. Nachtsicht, wow. Ah, ich kann zaubern. Ich kann zaubern. Stimmt. Dann noch Potion der Stärke. Stimmt doch! Ein Eisenpfeil zurückbekommen. Keine Nummer. Okay, ich muss den anderen überraschen von hinten. Dann kriegt er einen kritischen. Wenn ich nur so sehen könnte. Wo bist du, du kleine Pappnase? Ich werde dich finden. Ich kann dich riechen, du stinkst. Okay, hier war irgendwo noch einer, aber ich glaube. Er ist so gut wie weg. Schaden 1. Naja, ein paar Pfeile wenigstens. Steintür zu Belda. Okay. Ich komme wieder. Erstmal muss ich mir ein bisschen Pfeile kaufen und so. Es regnet. Und ich schleiche durch die Gegend. Okay. Wo ist der Pfeilemacher? Oder der Bogentyp? Hallo. 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 Was hallo. Goblins gesehen. Nicht mehr der Jüngste, aber die Kunst der Veränderung lehrt er wie kein anderer. Das haben auch schon andere gesagt. Claudette Perrick hat ein blühendes Alchemiegeschäft. Seht euch unbedingt die vergoldete Karaffe an. Wie geht es euch? Es ist ein hübsches Geschäft, jedenfalls für Alchemisten. Verzeiht. Bis später. Wiedersehen. Rochelle Banzien, Samuels Frau. Ich bin so froh, dass er sich als Ausbilder niedergelassen hat und ein ruhiges Leben führt. Aha, der Graufuchs. Oh, das ist dieser gesuchte Verbrecher. Ist er nicht ein Meisterdieb? Ich hörte, er sei auch gefährlich und dass Bettler für ihn spionieren. Das ist intelligent. Kaiserstadt. Samuel war etwas wild als junger Mann. Liegt an der Stadt. Schlechter Umgang, schlechte Einflüsse. Irene Metrick ist so anmutig. Was sie wohl macht? Das nennt so ein Gerücht? Irene Metrick. Auf Wiedersehen. Astina Artius. Ich halte mich aus den Sündhaf-Artius-Streitereien raus. Ich kümmere mich um meine eigenen Angelegenheiten. Dann solltest du mal deine Fresse polieren, Alter. Wie siehst du denn aus? Ich habe diese sinnlose Fehde so satt. Dieses grundlose Blutvergießen. Ich bin froh, dass die Wachen dem Einhalt geboten haben. Auch wenn man sparen muss, scheinen mir Rabattzauber keine kluge Investition zu sein. Wieso nicht? Nur weil sie explodieren könnten in deiner Hand. Schönen Tag. Salomon Geonet. Ich bin Musiker. Ich hatte vom Kaiser den Auftrag, eine Sinfonie zu komponieren. Aber nun, da der Kaiser tot ist, ist alles durcheinander. Ah ja. Zum Glück gibt es den Rappenkurier. Ich wüsste nicht, wie wir sonst an unsere Nachrichten kommen sollten. Meinst du zum Beispiel, dass der Typ tot ist? Mundpropaganda vielleicht?
So, was haben wir hier? Red Diamond. Okay, irgendein Pferdscheiß. Gebrauchtwarenhandel? Hallo. Seht euch ruhig um. Schön, einen neuen Kunden zu sehen. Ich dachte schon, dass ich gar keine Geschäfte mehr machen würde, seit Toronir seinen Laden eröffnete. Toronir. Ich glaube, ihr seid genau der Richtige für uns. Vielleicht könnt ihr uns mit einem Problem hier im Marktviertel helfen. Oh, beginnt von Neuem. Ich leite die Gesellschaft betroffener Händler. Wir haben diese Gruppe vor einiger Zeit gegründet, um ein gutes, angemessenes wirtschaftliches Gleichgewicht in der Stadt zu halten. Nicht alle Ladenbesitzer sind schon Mitglied, aber wir versuchen sie nach und nach davon zu überzeugen, uns beizutreten. Alles war in bester Ordnung, bis Toronir seinen Laden hier in der Nähe eröffnete. Er verkauft alle möglichen Waren und unterbietet dabei die Preise, dass es kaum zu glauben ist. Er verkauft nicht immer das, was sie auch im Angebot haben. Aber trotzdem ist das ein Problem. Wenn jemand etwas kaufen will, gibt er sein Geld lieber dort aus. Und damit bleibt nichts mehr für uns übrig. Er steht mittlerweile so schlecht, dass einige von uns bald schließen müssen. Er weigert sich strikt, der Gesellschaft beizutreten. Oder auch nur über die Angelegenheit zu reden. Wir sind davon überzeugt, dass er nichts Gutes im Schilde führt. Wir möchten euch bitten, sein Geschäft auszukundschaften und herauszufinden, wo er seine Waren herbekommt. Findet einen Beweis für seine Übeltaten und lasst es uns wissen. Wir können nicht selbst gehen, weil er uns alle erkennen würde. Ihr erhaltet ein nettes Kopfgeld, wenn ihr ihn seiner gerechten Strafe zuführt. Cool. Unfreundliche Mitbewerber. Was war das überhaupt für ein Thema? Keine Ahnung. Okay, erzähl mir was. Ich fürchte, uns stehen schwere Zeiten bevor. Der Tod Uriel Septims und seiner Erben ändert alles. Aha. Ich hoffe, ihr habt mehr Erfolg damit, seinen Plan aufzudecken, als wir das hatten. Easy. Sein Inventar muss gestohlen sein, auf jeden Fall. Er verlangt weniger, als allein schon die Herstellung mancher Dinge kostet. Seht selbst. Ich könnte ihm mein Zeug unterjubeln, cool. Ich kaufe so ziemlich alles, wenn der Preis stimmt. Eisenpfeile! 140 Gold. Noch mehr! Noch mehr! Noch mehr! Ihr versteht zu handeln. Kaufe ich die ganze Zeit ein? Mein Geld verändert sich nicht. Ihr versteht zu handeln. Hä? Ach, für 40 Gold. Ich dachte 140. Stand da nicht gerade 140 Gold? Da habt ihr ein Schnäppchen gemacht. Bin verwirrt. Akavari Kriegsklinge. Edelstein besetztes Amulett. Gut, ein bisschen was zu essen brauche ich jetzt nicht unbedingt. Reparatur haben wir nämlich aber alle nochmal mit. So, habe ich noch irgendwas für dich? Du kannst den Rusty Iron Bow haben. Du kannst die Eisenbrustharnisch haben, die Eisenstiefel. Muss mein Inventar immer schön sauber halten. Entzug Geschicklichkeit, cool. Brauche ich nicht. Okay. Empfehlt mich euren Freunden. Nö. Hau rein. Okay. Nochmals danke für eure Hilfe. Ja, ist gut. Battleborn Castle, nein. Unfreundlicher Mitbewerber. Eine Gruppe, die sich selbst die Gesellschaft der betroffenen Kaufleute nennt, hat mich angehört, um einen neuen Laden mit lächerlich niedrigen Preisen zu untersuchen. Ich gehe da erstmal einkaufen. Was ist denn los? Zeig mal her, wo ist der Laden? Ich will Zeugs haben. Wieso habe ich bei ihr eingekauft, verdammt? Hallo. Benötigt ihr etwas? Ach, du bist das! Was kann ich heute für euch tun? Ich habe schon mal eingekauft bei ihm. Was soll mit meinem Inventar sein? Woher bekommt ihr es? Nun ja, das wäre ein Geschäftsgeheimnis. Ich kann euch wohl kaum verraten, wie ich diese immense Ersparnis an euch weitergeben kann, oder? So wie ein Bäcker seine besten Rezepte nicht preisgibt, so muss auch ich die Anonymität meiner Quellen wahren.
oder jeder Händler in der Stadt würde sofort darauf zurückgreifen. Lasst es euch genügen, dass sie sehr zuverlässig und sehr günstig sind. So geht ihr mit einem vollen Münzbeutel hinaus. Ach, deswegen. Deswegen wurde ich sofort ertappt von der Wache. Du kleiner Gauner, du. Okay, Gerüchte. Diese Steckbriefe des Graufuchses hängen überall. Das ist kein Gerücht. Wir verkaufen nur vom Besten. Was darf ich euch anbieten? Ist genauso viel. Willst du mich verarschen oder was? Ach, das letzte Mal waren es 70. Komm, okay. Ihr seid ein harter Falscher. Ach, und dann geht's auf 20 runter. Ich verstehe, okay. Na gut. Ich weiß eure Kundschaft immer zu schätzen. Ja, du sprichst die falsche Sprache, Dude. Okay. Das Gespräch mit Tony hat nichts ergeben, da er offensichtlich etwas zu verbergen hat, sollte ich nach Geschäftsschluss ein Auge auf ihn haben. Wohl. Was war das offen? Ich hab dich fast geschlagen, es tut mir leid. Ich gehe schon. Ich hab verstanden. Okay. Weiter haben die Geschäfte geschlossen. Wir haben es jetzt 11 Uhr morgens. Ach du Scheiße. Also ich würde mal schätzen, so gegen 18 Uhr? Keine Ahnung. Jetzt sind wir schon auf 19 Uhr, ne? Du hast immer noch offen. WTF. Ah, die Nacht bricht ein. Los, jetzt geh. Schnäppchenladenschlüssel. Ach, verdammt. Haltet auf den. Ich hab gar nichts gemacht! Abschaum. Ich hab nicht mal was geklaut! Ich hab nicht mal was geklaut! Du. Nicht dein scheiß Ernst. Bullshit. Ich hab nicht mal was. Ich hab kurz reingeguckt. Es tut mir leid. Ich dachte, das ist geschattet, kurz reinzugucken. Toll. Das ist bestimmt jetzt schon über alle Berge, ne? Warte auf mich. Bitte. Please. Verdammt. Ey, ich wollte gerade abspeichern und dann klauen. Verdammt. Ich glaube, es ist nicht wirklich gut, sich zu ducken und dann irgendwo in eine Tasche zu greifen, um zu gucken, was drin ist, wenn eine Wache gerade zuguckt. Hallo? Was kann ich für euch tun? Ja? Gerüchte. Wenn euch der Sinn nach Luxus steht, geht nichts über das Tiber Septim Hotel. Das ist ein wunderschönes Gerücht. Schönen Dem Tag. Sollte ich nachgehen. Seid erneut gegrüßt. Von dir will ich gar nichts. Ach ja? Willst du aufs Maul? Ich kenne niemanden, der so heißt. Geht nun. Das ist recht auffällig. Er ist hinter dir, mein Freund. Den musst du ja wohl kennen. Jetzt hau rein, ey. Ich steche gleich in die Füße. Ups. Ich werde immer noch gesehen, ne? Taschendieb. Taschendieb. Nein, nein, bin ich nicht. Nein. Mann, ich kann doch nicht gut klauen. Ich bin scheiße im Klauen. Muss ich noch verbessern. Konnte man nicht hier irgendwie aufleveln? Hier war irgendwas zum Aufleveln und man musste schlafen gehen, damit das Level 1. Zum weiteren Stufenaufstieg müssen die Hauptfähigkeiten ihrer Klasse weiter trainiert werden. Aha. Aha. Was habe ich eigentlich noch für Zauber? Auge der Furcht, demoralisiert. Na gut. Was ist das hier? Leben entdecken. Ah, Leben entdecken. Cool. Oh, das könnte ich gebrauchen. Das ist cool.
Was haben wir noch so Schönes? Ich kann Wunden selber heilen. Skelett beschwören, Untote vertreiben. Oh, Skelett beschwören ist cool, ne? Hallo, Bro. Es geht. Krieg ich eine Axt von dir, wenn ich dich töte? Oh Gott, das will mich töten! Hey, es hilft mir bei dem Mausback drum. Oh Gott. Oh nein. Ja, lauf schneller. Da weg. Lauf schneller, Mann. Nicht zu dem Typen. Nicht zu dem Typen. Oh Gott. Hilfe. Wache. Wache. Ich zauber mir ein anderes Skelett herbei. Töte das Skelett. Achso. Okay, das. Das wäre die leichte Methode gewesen. Zumindest ist er ein bisschen schneller gelaufen. Das muss man schon lassen. Das muss man ihm schon lassen. Ja, ja. Ich habe ihn ein bisschen schneller voraus befördert. Nabel? Ja? Du siehst verdächtig aus. Die Kämpfergilde sucht neue Rekruten. Da kann man gutes Geld machen, wenn man genügend Mumm hat. Cool, danke. Lebt wohl. So, ich kann übrigens meine Fähigkeit einfach verbessern, indem ich das Ganze hier spamme. Hau ab. Ich brauche nur halt genug Mana. Und dann könnte ich das die ganze Zeit spammen und die Fähigkeit verbessern. Aber es ist gut zu wissen, dass ich ein Skelett beschwören kann. Das hätte mir helfen können. Hätte mir wirklich helfen können. Jetzt geh! Komm, auf dich umzudrehen. Ich sehe schon, wo du hin willst. Da steht nämlich ein verdächtiger Typ rum. Da! Ja, du penibler alter Sack, hör auf mich anzugucken. Seid erneut gegrüßt. Nachrichtenbürger, was habt ihr zu berichten? Ich habe neulich ein paar Schlammkappen am Wasser gesehen. Ich habe einen großen Bogen um die Viecher gemacht. Scheußliche Biester, ich hasse diese Dinger. Lebt wohl. Lebt wohl. Ich wusste es, der alte Mann hat Dreck am Stecken. Echt jetzt? Das war's? Jetzt steht ihr da rum? Ich hab dich auf frischer Tat ertappt. Warum folgt ihr mir? Bitte, geht weg, ich bin sehr beschäftigt. Bitte, ich glaube, mich beobachtet jemand. Ich sehe die ganze Zeit Gestalten in den Schatten. Ach Quatsch. Ich weiß, dass ich mir das nur einbilde. Ich verbringe zu viel Zeit mit meinem jüngsten Projekt. Jetzt habe ich genug über mich gesprochen. Was kann ich für euch tun? Wenn ich etwas über schwere Rüstung wissen müsste, würde ich mich wohl an Barnardo bei der besten Verteidigung wenden. Tolles Gerücht. Schönen Tag. Jetzt geh. Seid gegrüßt, Khajiit. Hör auf mir zu folgen. Da ist noch ein zweiter dazugekommen. Okay. Ja, Freunde, ich würde sagen, das war's für heute. Wir sehen uns morgen zu einer neuen Folge wieder. Oh Gott, ich habe keine Hose an. Ich habe keine Hose an. Wir sehen uns morgen wieder zu einer neuen Folge und vielleicht finden wir irgendwann mal eine Hose für mich. Haut rein, euer Zero. Tschüss.